Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy 2. In der letzten Folge hat Loba uns gesagt, dass ein Borku uns was über Kometenmünzen erzählt. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Wo sitzt der denn da? Kometenmünzen. Schon gefunden? Fleißig sammeln, Komet erscheint. Jede Galaxie, erster Stern. Davor immer eine Kometenmünze suchen. Suchen, Augen auf. Na gut, alles klar. Ich habe ja gesagt, jeden Gast, den wir einsammeln, hat eine unnütze Information, die wir schon längst wissen. Aber gut. So, du bist mit momentan abgeschlossen, bis dein Kometen erscheint. Du hast schon zwei Sterne. Ich will ja erstmal zwei Sterne pro Level machen. Den dritten zum Abschluss machen wir dann danach. Okay. Die Galaxie war ja ganz cool. Weil da... Naja, das erschien auf der einen Dimension und endete auf der anderen Dimension. Bezwinger des Korridors. Ja, gleicher Anfang, anderes Ende wahrscheinlich. Naja, cool. Ja, das ist schon wieder so mehr Jump'n'Run-like. Im Vergleich zu dem gerade. Na gut, das gerade... Also, gerade. In der letzten Folge. Ui, da bin ich was runtergefallen. Zwar das Rutschen, ja natürlich, und das mit den Gegnern zerstören war einfach nur dreckig. Ich weiß nicht, es ist zwar cool, aber öfter machen wollen würde ich es nicht wollen. Die Buhus tun dir nichts. Schau ihnen bloß nicht in die Augen, niemals. Hihihi. Ah, uiuiui. Ach so, das kommt von einem Geist? Und der will natürlich nicht, dass man denen in die Augen schaut, weil dann machen die das. Ist ja klar. Das war übrigens mal wieder ein Teaser, denn hier erscheint nochmal die gleiche Meute. Zumindest ansatzweise. Na, wie die das immer so ein bisschen andeuten. Dass die einen nicht mal ins eiskalte Wasser laufen lassen, springen lassen wollen. Aber gut. Superla. Zack. Alles gut. Nein. Joa. Gut, hinter uns erscheint bestimmt gleich wieder was. Das ist ja auch sehr interessant. Na du? Okay. Alles klar. Da hinten ist schon der Stern. Das fand ich jetzt ein bisschen sehr leicht. Aber ich bin ja noch nicht da. Ich bin ja noch nicht da. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder etwa doch? Da ist zumindest schon wieder Buu mit seiner Meute. Okay. Souverän gemeistert, würde ich sagen. Aber gut. Den hat man auch schon viel früher machen können. Okay, das ist die dritte Welt eigentlich nicht. Na, egal. Lass mir das mal so. Wir haben gleich unseren 18. Stern, Leute. Mit zwei Drittel geschafft. Zwei Drittel erst? Alter. Hm. 80 ist schon eine mächtige Zahl, wenn man sich das mal so anhört. Frostflockengalaxie. Frostflockengalaxie. Wie sieht das eigentlich aus mit den Kometen? Warum erscheinen eigentlich keine mehr? Nicht, dass wir am Ende nochmal Bowser vorher mal besiegen müssen. Das wäre blöd. Die rote Nase des blauen Sorbeti. Nee. Nach dem Satzbau des blauen Sorbetti. Okay. Mit Rockpilz. Gut. Okay. Okay. Wir können Steine zerballern und davon werden wir aufgehalten. Aber bei Schnee. Das ist mit den Rockpilz doch ein bisschen übertrieben, davon aufgehalten zu werden.
Aber gut. Alles noch im normalen Rahmen. Ja, ja, interessant. Okay. Hier nichts Besonderes. Wir kriegen aber trotzdem einen Rockpilz. Was sagt denn der Hase? Ich habe einige Sternenchips im Schnee versteckt. Okay. Ach so, das ist gänzlich gerade verdeckt. Kommen wir auch nicht so durch. Ach so. Das habe ich jetzt ganz und gar nicht erwartet. Gibt's hier den Secret Stern oder was? Willkommen bei einer weiteren Spiel mit dem Wanderaffen. Okay, ja gut, machen wir. So, findet man Secret Sterne? 500 Punkte. Katz. Na, 500 Punkte, das geht doch, oder? Wow. Alles noch im Rahmen. Alles klar. Gold. Gold. Gold, Gold und geschafft. Reicht. Jetzt haben wir wieder einen Stern und das einfach mal eben so. Krass. Sehr gut. Was? Das heißt, hier gab's nie einen Kometen. Auch gut. Was? Aber auch cool. Hm, 80. Wir haben zwei Drittel geschafft. Super. Oh. Wie ich ja schon sagte, Schabernack-Komet geht vor normalem Stern. Dementsprechend zurück zu den Geistern. Und Schabernack-Kometen sind immer sehr interessant. Ich denke mal ein Tempokomet. Und wir müssen das alles erst mit erhöhter Geschwindigkeit durchmachen. Oder Zeit halt. Ganz, ganz altmodisch. Oder mit Schatten-Marios mal wieder. Ja, klar. Gruselkorridor voller Schatten. Das gleiche mit Marios im Rücken. Das ist ja super. Am besten noch mit Zeit dahinter, oder? Okay. Jippa. Aua. Hoppa. Na. Schön. Aber das ist ja nur das Ende. Den ist der Stern noch schon. Oh. Und zack und zack und zack. Fertig. Manchmal fühle ich mich ein bisschen verarscht, ganz ehrlich. Schön. Ist das ein dritter Stern, diese Folge? Ja. Krass. Das wird unser Spitzenreiter-Gedöns. Das heißt, Kometen erscheinen quasi, wenn man eine spezielle Bedingung erfüllt, nach dem nächsten Stern. Okay, hier haben wir zwei.
Ja, hat mir alles. Ja, aber gut, die Galaxie wollen wir abschließen. Dann gehen wir zur Wipfel-Galaxie. Hä? Seit wann ist da denn jetzt ein Schabana-Komet? Und da sind gerade zwei aufgetaucht und ich hab's nicht gesehen. Lila Münzen. Oh! Daran kann ich mich zumindest noch erinnern, dass da mehr lila Münzen drin sind, als man haben muss. Also keine Panik. Keine Panik. Wenn man eine verpasst, ist nicht schlimm. Wenn man zwei verpasst, ist auch nicht schlimm. Wenn man 50 verpasst, da wird's schon kritisch. Nee, 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 nee. Guck mal, 4 kriegt man sogar umsonst. Ich hatte 140 lila Münzen, aber ich war ungestüm und jetzt sind alle über die ganze Rutschbahn verteilt. Könntest du mir die lila Münzen zurückholen? 100 davon würden mir schon ausreichen. Du wirst natürlich dafür belohnt. Wäre das nicht was? Eine Bekannte wartet unten und kümmert sich um den Rest. Eine Bekannte? Seid ihr alle weiblich oder was? Das hätte mich... Das... Vor allen Dingen Roboter sind weiblich. Na, egal. Wipsala. Witzig, ich sag 50 und 40 darf man alle garantiert sogar in echt nur verlieren. Okay. Manche sind aber auch so angeordnet, verdammt. Dass man sie gar nicht kriegen kann, wenn man die anderen kriegen möchte. Ich weiß nicht, wie viel habe ich denn schon verpasst, oh Gott. Ne, das wird diese Runde wahrscheinlich nichts mehr. Oh Gott. Wobei, ich bin schon bei 70. Aua. Jo, total versagt. Das waren 83. Nicht schlecht. Erstmal, zack, Kopf ab. War nur 83. Oh Mann. Na. Ah. So. Schön. Na. Ich verdammt tot. Doch nicht. Ist gut. Ja. Oh! Das ist ja fast so schlimm wie die lila Münzen bei diesem einen Dingens, mit den Rollen an dem anderen Baum. Oh. Wo wir bei der, wo der Stern schon da war, runtergefallen sind. Ah, das ist ja fast genauso schlimm, ey. Na gut. Diesen dauert die Strecke an sich ja nicht so lange. Nein! Was habe ich denn da für einen vollen blöden Schlenker gemacht? Na. Och, alles für den Arsch. Das. Oh Mann, nö. Wie viel ich da schon wieder verpasst hatte. Verdammte Axt. Ja. Hm.
Nein, was? Oh, was mache ich da für einen Scheiß? Oh Gott. Gott, diese Partie sterbe ich am Schaden. Seufz, immer so knapp. 95. Ich kriege kein Leben dazwischen. Ich kriege mir noch einen Rover hier. So, jetzt schaffen wir das aber. Komm. Das ist ja echt. So richtig für den Arsch ist das, aber gut. Übung macht den Meister, ist ja klar. Alles klar. Gut, alles klar. Nein, 99. Und ein Pferd gegen eine verdammte Pflanze. Das wäre echt für ein Arsch gerade. So. Der fährt da schon wieder rein! Wir haben satte 8 Münzen weniger gehabt als gerade. So. Es war... okay. Ne, es war für den Arsch. Diesmal geschafft, aber jetzt kommen wir in einen Bereich, in dem die Wiggler jetzt dastehen, wo die Münzen sind, sodass wir die nicht mehr einsammeln können. Seht ihr? Es war verloren, als ich in diese olle Blume reingefahren bin. Na schön. Alles klar.
Alles schön einsammeln und überleben. Na, geht doch. So. So. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Du hast die 100 Münzen für mich dabei. Sehr gut, hier. Danke. Oh. Damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dir hat die gefallen. Gott, das war echt. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts von Super Mario Galaxy 2 verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir weitere Sterne sammeln und das Spiel versuchen zu komplettieren. Gut, dann bis dann, euer Bayjim. Tschüss.